Pascal, 0:4 hieß es gestern beim Spiel gegen FC Bayern München. Trainer Christian Streich meinte gleich im Anschluss, dass die Videoanalyse diesmal eher kurz ausfallen wird. War es auch aus deiner Sicht ein Duell, wo man sagen kann, der Gegner war einfach zu stark? Ja, ich glaube am Anfang definitiv nicht, weil wir richtig gut ins Spiel reingekommen sind. Ja, und wenn man dann so zwei Tore kriegt und in Rückstand gerät, dann wird es gegen so eine Mannschaft einfach extrem schwer. Deswegen würde ich sagen, teils am Anfang waren wir definitiv auf Augenhöhe und nach den Toren hat man dann schon einen Klassenunterschied gesehen. Gibt es irgendwas, womit du sehr haderst? Ja, dass wir einfach die Chancen am Anfang nicht genutzt haben. Wie das Spiel dann ausgegangen wäre, weiß ich selber nicht, aber es hätte uns mit Sicherheit gut getan, wenn wir vielleicht das ein oder andere Tor gemacht hätten. Ja, so klar mit dem dritten Tor, wo der Ball lang über mich fliegt, da ärgere ich mich halt auch drüber. Aber ja, ich glaube, die Fehler passieren gegen Bayern einfach, weil sie es einfach auch extrem gut spielen. Deswegen können wir das jetzt, glaube ich, auch abhaken und nächste Woche wird das Spiel deutlich wichtiger noch. Den guten Start ins Spiel hast du schon angesprochen. Welche positiven Erkenntnisse nimmst du sonst aus der Partie mit? Ja, wir haben einfach einen richtig guten Fußball gezeigt, die in der Anfangsphase. Wir haben uns dann mit dem Rückstand ein bisschen hinten reindrängen lassen und haben dann nicht mehr das gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten. Da müssen wir vielleicht dann einfach auch das, wie wir es die letzten Wochen eigentlich auch immer getan haben, so einen Rückstand dann wegstecken und einfach unser Spiel dann weiter durchziehen. Ja, gegen Bayern wird sowas einfach noch mal einen Tick schwieriger. Deswegen, ja, glaube ich, muss man das Spiel dann auch mit einem anderen Maß sehen. Aber ja, ich glaube, auf die ersten 25 Minuten können wir durchaus aufbauen. Das Spiel mit einem anderen Maß sehen, auch die Fans haben das ganz offenbar getan. Die haben, es war sehr auffällig, die haben auch nach dem 0:4 noch unaufhörlich euch angefeuert. Wie sehr nimmst du das auf dem Feld wahr? Ja, man nimmt es eigentlich sehr deutlich wahr. Also ich hab's schon gemerkt und auch gespürt, dass die Zuschauer da nicht unzufrieden waren. Ja, ich glaube, das Bewusstsein war einfach da, auch bei den Fans, dass es heute gegen einen extrem guten Gegner geht und ich glaube, sie haben trotzdem gesehen, dass wir uns da voll reingehauen haben und dass nicht immer alles klappt, ist auch klar. Aber ja, ich glaube, das war das Wichtigste, dass sie gesehen haben, dass wir kämpfen, dass wir Leidenschaft zeigen. Und dann haben sie uns den einen oder anderen Fehler auch verziehen und uns weiter angefeuert. Ja. Weil wir diesmal erst am Sonntagabend gespielt haben, hatten wir auch ganz gut Zeit, uns den restlichen Spieltag so anzuschauen. Wie hast du den Spieltag erlebt? Ja, ich hätte mich am Freitag noch durchaus mehr gefreut, wenn Bremen verloren hätte. Aber ich glaube, sonst können wir mit den restlichen Ergebnissen eigentlich relativ zufrieden sein. Aber ich glaube, dass das jetzt auch nicht ganz so entscheidend ist, weil wir einfach zusehen müssen, dass wir unsere eigenen Punkte holen, weil die Mannschaften, die bei uns dran sind und nah in unserer Nähe in der Tabelle sind, die punkten einfach und werden auch noch weiter punkten. Und deswegen ist alles relativ eng zusammen da unten drin. Aber ich glaube, wie gesagt, wir müssen da einfach schauen, dass wir unsere eigenen Punkte holen, auf unsere eigene Leistung schauen. Und dann kann uns eigentlich auch relativ egal sein, was die anderen machen. Die nächste Chance auf Punkte gibt es am kommenden Samstag in Berlin. Das heißt also, nach Bayern wartet Berlin. Wie kann man in der Hauptstadt etwas mitnehmen? Ja, Berlin ist auch momentan nicht gerade konstant. Dann haben sie wieder ein überragendes Spiel wie gegen Bayern. Lassen dann aber auch Punkte gegen vermeintlich kleinere Mannschaften liegen. Also wir wissen, wo sie ihre Stärken haben und wo nicht. Und ich glaube, da gilt es jetzt diese Woche drauf hinzuarbeiten. Und dann glaube ich, können wir durchaus was in Berlin mitnehmen.